Man muss feststellen, dass wir zwar gewonnen haben, aber dass das sicher kein Glanzsieg von uns war. Und dass wir den Anspruch natürlich auch haben, dass wir besser Fußball spielen, als wir das heute gemacht haben. Letztendlich muss man aber trotzdem feststellen, dass wir die 3 Punkte haben. Das ist das, was letztendlich auch zählt. Und das gelingt uns im Moment halt auch ganz gut, dass wir aus den wenigen Chancen, die wir haben, dass wir die halt auch gut nutzen. Ja, mit der Leistung sind wir nicht so zufrieden, aber mit den 3 Punkten sind wir richtig zufrieden. Klar, war ein schwieriges Spiel heute, war kein guter Tag für uns, aber wir haben 3 Punkte und das ist schon Hauptsache. Aber man muss sich schon hinterfragen, wieso das eigentlich ist, dass wir so früh führen, was uns eigentlich viel Sicherheit geben könnte, wo wir vielleicht noch besser aufspielen könnten. Aber ich glaube, heute hat vieles nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgenommen haben und ich glaube, daran müssen wir ansetzen. Ich glaube, wir wussten selbst, dass das war keine gute Leistung in der ersten Halbzeit, aber klar mit dem Wind und wir können das ein bisschen ausnutzen und die 2 Tore waren, haben wir gut gemacht. Ich darf immer nach vorne gehen bei Standards und ich treffe nicht immer, aber heute zum Glück kam der Ball lang und der Ball kam perfekt von Mel und ich war da einfach den Kopf zu machen und ging ins Tor. Ja. Genau, es wird genauso weitergehen wie beim Spiel jetzt vor Sand. Wir werden uns jetzt gut vorbereiten. Wir werden erstmal natürlich uns erholen. Dann werden wir uns auf den Gegner vorbereiten. Auch wir werden schauen, dass wir ganz anders in das Spiel gehen und werden dafür auch alles tun, dass das besser funktioniert spielerisch, als wir es heute gezeigt haben. Ja klar, es wird noch mal ein schwieriges Spiel für uns. Auswärts in Leverkusen ist auch immer schwierig und wir müssen einfach dranbleiben, von Spiel zu Spiel schauen und ein bisschen Pause machen und dann regroup für Freitag.